Sonntagnachmittag, 16 Uhr in Wien. Es ist Zeit für unser erstes Space Café Austria von Judith Delaney. Mein Name ist Clara Mönter. Ich bin Eventkoordinatorin von Spacewatch Global und heute in der Ansagerrolle. Ansonsten moderiere ich auch noch unser Space Café Benelux. Spacewatch Global ist ein in Europa ansässiger Online-Plattform für Informationen rund um Raumfahrt und New Space, sowie interaktive Formate für alle Weltraumbegeisterten und Profis wie euch. Und ich möchte mich bei all unseren privaten und gesellschaftlichen Supportern bedanken, die ihr Engagement gezeigt haben, unseren unabhängigen Journalismus am Leben zu erhalten. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Nun, viele von euch kennen schon unsere Website spacewatch.global, unsere zweiwöchentlichen und täglichen Newsletter und unsere Space Café Podcasts. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge auf allen großen Podcast-Plattformen. Und für all unsere Fans von Audioinhalten haben wir auch neue Folgen in unseren Space Café Radios. Zum Beispiel unterwegs in Brüssel bei der European Space Conference mit Alexander Gerst. Wir haben auch einen Fanshop, wo ihr uns aktiv unterstützen und weitere Space Watcher werden könnt. Nun, das war's von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an euren Host heute, Judith. Over to you. Danke, Rikia, und danke auch für die nette Überleitung. Bevor ich noch mehr sage, möchte ich auch noch danke Thorsten sagen. Also es ist heute das erste Space Café Austria und ich freue mich sehr, dass du mich in die Space Café Familie aufgenommen hast. Wie gesagt, ich bin Judith Delaney und ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich freue mich auch sehr, dass Andrea Kleinsasser meine erste Gästin ist zu unserer Premiere. Andrea ist die stellvertretende Abteilungsleiterin für Weltraumangelegenheiten im BMK. Das steht, wie ihr sehen könnt, für das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Und sie ist seit mehreren Jahren maßgeblich an der Etablierung nationaler und internationaler Raumfahrtaktivitäten in Österreich beteiligt. Im Rahmen des Weltraumkomitees der Vereinten Nationen erarbeitet sie auch die österreichischen Positionen und sie setzt sich für das österreichische Engagement im Bereich der Weltraumanwendungen ein. Andrea, ich freue mich sehr, dass du, wie gesagt, hier bist und dass du deine persönlichen Erfahrungen, also unabhängig von deiner Rolle im Ministerium als Expertin für den Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums, auf Englisch übrigens Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, kurz COPUS, mit uns teilst. Und es ist ein ziemlich passender Zeitpunkt, weil letzten Freitag ist gerade erst der wissenschaftlich-technische Unterausschuss zu Ende gegangen, in dem du auch teilgenommen hast. Und von daher finde ich das gut, dass wir die Arbeit Österreichs da jetzt gerade noch beleuchten können. Und darum frage ich auch gleich mit den Fragen an. Soweit ich weiß, Andrea, bist du seit 5 Jahren Teil der österreichischen Delegation und konntest halt viele Eindrücke und Erfahrungen schon sammeln. Magst du uns vielleicht zu Beginn kurz eine Geschichte oder die Einführung von COPUS erzählen und auch vielleicht kurz beleuchten, was vielleicht die Besonderheiten von COPUS sind? Ja, total gerne, liebe Judith. Also vielen Dank für die Einladung und die Einleitung. Der UNO-Weltraumausschuss ist schon sehr lange in Österreich, also wurde ja nach dem Start von Sputnik eingesetzt, das war 1959. Und seitdem tagt er jährlich 10 Tage im Juni und er hat auch 2 Unterausschüsse, die ihn berichten und die sowohl die wissenschaftlich-technischen Aspekte beleuchten. Das macht er 2 Wochen im Anfang Februar, das haben wir jetzt gerade erlebt. Und rechtliche Aspekte Anfang April 2 Wochen und diese insgesamt 5,5, 6 Wochen ist die ganze Weltraumwelt in Wien seit 1993. Da gibt es auch das UNO-Weltraumbüro, das Sekretariat ist und auch eigene Abteilungen zur Unterstützung für das UNO-Weltraumprogramm hat. Und gestartet hat der UNO-Weltraumausschuss mit 24 Mitgliedstaaten und heuer durften wir den 100. Mitgliedstaat begrüßen. Also das zeigt schon das Interesse der Community an dem Ausschuss und dass das ein zentraler Hub ist, wo die wichtigen Aktivitäten, wo man sich austauschen kann. Und wir haben auch 50 Beobachter, das sind internationale Organisationen, also insgesamt wirklich und mehr klopfen an unsere Tür sozusagen. Und was ist jetzt die Kernaufgabe sowohl des Ausschusses als auch des Büros?
Die wichtigste Aufgabe des UNO-Weltraumausschusses ist vor allem die internationale Kooperation für die Nutzung des Weltraumes zu fördern und da vor allem für Entwicklungsländer und auch rechtliche Fragen damit zu prüfen. Und die Kernaufgabe des UNO-Büros ist es, Programme und Aktivitäten durchzuführen, um die Nutzung der Weltraumtechnologien für nachhaltige Entwicklung zu fördern. Und das ist auch sehr zentral, ein Register aller Weltraumobjekte zu führen, um transparent die internationale Haftung für Weltraumobjekte festzuhalten. Also ich finde es manchmal sehr spannend, wenn man schon länger auch in einem Bereich arbeitet, dass man die Grundlagentexte sich mal anschaut und vergegenwärtigt, was eigentlich die Kernaufgabe der Organisation oder des Gremiums ist, für das man arbeitet. Aber zu deiner konkreten Frage, was für mich auch das Besondere ist am Weltraumausschuss, das ist das Konsensprinzip. Wir arbeiten nach dem Konsensprinzip. Das bedeutet, dass alle Mitgliedstaaten zu den Themen das sagen, was sie zu sagen haben und dass man gemeinsam dann an einer Lösung arbeitet. Also es wird nicht abgestimmt nach verschiedenen Mehrheiten, sondern nach diesem Konsensprinzip gearbeitet. Und das nennt man auch Wiener Geist, Vienna Spirit, der besonders dann auch angerufen wird, wenn es darum geht, dass die Mitgliedstaaten aufeinander zugehen für eine gemeinsame Lösung. Und dieses Konsensprinzip bedingt auch, dass man persönlich vor Ort ist, also die eigenen Argumente vorbringt, das erläutert. Und dadurch ergibt sich eine ausgeprägte Präsenzkultur im Ausschuss und auch eine sehr große Debattenkultur. Es wird wirklich ausgiebig, auch in verschiedenen Arbeitsgruppensettings, verschiedene Argumente beleuchtet. Das ist manchmal vielleicht etwas aufwendig, aber aus meiner Sicht ist es wichtig, um alle ins Boot zu holen. Das ist auf jeden Fall auch super spannend. Und ich finde es auch spannend, wenn man bedenkt, dass man 100 Mitgliedstaaten inzwischen hat und es da schafft, Konsens zu kriegen. Das muss man sich vielleicht ganz kurz auch nochmal zugute führen. 100 Mitgliedstaaten und trotzdem ist das Konsensprinzip möglich. Du hast aber gerade auch die Präsenzkultur noch angesprochen und da möchte ich gleich darauf eingehen, weil natürlich COPUS und auch die ganzen dazugehörigen Unterausschüsse jetzt von der Pandemie betroffen waren und aktuell nach wie vor auch virtuell stattfinden. Da frage ich mich natürlich, wenn man ein Gremium hat, das vom Präsenzprinzip lebt, funktioniert es denn gut, dass es jetzt virtuell ist oder hat sich COPUS in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie jetzt deutlich verändert? Wie siehst du das? Wir hatten im ersten Jahr wurden die Sitzungen verschoben. Das heißt, wir hatten schon einen Moment. Haben wir Andrea kurz verloren? Oh je. Hast du mich? Hallo, hallo. Hörst du mich? Wir hören dich. Ja, wunderbar. Okay, jetzt wieder da. Okay, hallo. Ja. Ja, wir hatten einen Moment im ersten Pandemiejahr, wo Sitzungen verschoben wurde, weil man sich erst an die neue Situation gewöhnen musste. Und wir hatten dann jetzt schon das zweite Jahr digitale Sitzungen, teilweise auch hybrid. Das bedeutet, dass einige Delegationen vor Ort sind, also nicht ausschließlich. Und also auch wenn es technische Ausfälle gibt, funktioniert es doch sehr gut. Es macht den Ausschuss aus meiner Sicht transparenter. Mhm. Es wird auch auf der Webseite übertragen und es macht auch zugänglicher. Jeder hat die Möglichkeit, das zu hören, auch die Arbeitsgruppensitzungen. Das ist sehr interessant, wie die Positionen langfristigen Nachhaltigkeit zum Beispiel sind, zu verfolgen. Und auch fokussierter, wir haben weniger Zeit zur Verfügung und Statements der Staaten müssen kürzer sein und dadurch gibt sich einfach eine effiziente Sitzungsführung. Und man hat sich auch angewöhnt, zwischen den 3 Sitzungen im ersten Halbjahr auch dann im Herbst manchmal Zwischensitzungsmeetings zu machen, Intersessional Meetings heißt das. Also es werden die digitalen Möglichkeiten genutzt, aber natürlich für zwischenstaatliches Verhandeln ist die Präsenz von Menschen im Raum sehr wichtig. Da entsteht dann eine gemeinsame Lösungskultur, eine gemeinsame
eine kollektive gemeinsame Intelligenz, die digital nicht möglich ist. Also ich glaube, dass sobald es wieder geht, alle froh sind, wieder auf die gewohnte Präsenz vor Ort hier in Wien zurückkommen. Okay, ja. Ich habe zudem auch gleich jetzt, ich habe drei Fragen bekommen, aber zwei passen gerade sehr gut an diese Stelle. Von daher würde ich da gern das gleich aufgreifen. Und zwar die erste Frage von Christian Unfried. Danke dir, Christian, für diese Frage. Wie viel in den Sitzungen und Ausschüssen ist Position und wie viel ist tatsächlich Inhalt? Wie lange dauert es üblicherweise, bis im Korpus bzw. eine Guideline erstellt und verabschiedet wird? Eben gerade, weil wir das Konsensprinzip angesprochen haben und die Tatsache, dass wir jetzt gerade die Präsenz vermissen, denke ich, ist das eine ganz spannende Frage. Ja, da kann ich zwei Erfolgsbeispiele nennen. Aber generell ist es so, von einer zweiwöchigen Sitzung sind ungefähr 10 Tage Diskussion, also es wird ein Statement verlesen, es wird reagiert und 2 Tage Berichtsannahme, so ist die Aufteilung. Und ein konkretes Beispiel ist die Space 2030 Agenda. Das ist das Mandat des UNO-Ausschusses und des UNO-Weltraumbüros. Und wir haben 2018 den Auftrag bekommen, dieses Mandat auszuarbeiten. Und nach nur 3 Jahren, das wirklich schnell ist, wurde dieses umfangreiche und auch grundlegende Papier verabschiedet. Das ist wirklich ein großer Erfolg. Das werden 4 Ziele genannt, auf die die ganzen Aktivitäten ausgerichtet werden. Und dann eine ganze lange Liste an Aktivitäten. Wenn ein neuer Mitgliedstaat 20 verschiedene Initiativen, Programme, Projekte, wenn ein neuer Mitgliedstaat kommt, kann er sich diese Liste anschauen und sehen, je nach nationaler Priorität oder Bedarf, wo man da mitmachen kann. Und nur kurz zu den Zielen. Das ist wirtschaftliche Bedeutung verbessern. Ich sage das in meinen Worten. Das ist natürlich auch, hat natürlich entsprechend nach 3 Jahren entsprechende ausgefeilte Formulierungen. Dann die gesellschaftlichen Herausforderungen angehen, Zugang zum Weltraum verbessern und internationale Kooperation fördern. Das sind die 4 überragenden Ziele. Und also 3 Jahre finde ich sehr, sehr flott. Das war auch voriges Jahr im Sommer wurde es angenommen, im Herbst war es in der UNO-Generalversammlung. Das ist wirklich ein straffer Zeitplan für so ein grundlegendes Papier. Da gab es Arbeitssitzungen während der Komitees, es wurde in den Komitees diskutiert und es gab auch zwischen den Komitees Sitzungen. Und vielleicht ein zweites Beispiel, das hat länger gedauert, das sind sind Richtlinien, ist eine Deklaration. Und das sind Richtlinien zur langfristigen Nachhaltigkeit. Und hier war der Prozess ein wenig anders. Da wurden Expertengruppen eingerichtet, die Material gesammelt haben, was wichtig ist zu regeln. Und nachdem die Mitgliedstaaten sich nicht kein verbindliches Vertragswerk wollten, hat man ein unverbindliches Rechtsinstrument gewählt, diese Richtlinie. Und insgesamt hat man 8 Jahre für 21 Richtlinien verhandelt. Und diese Richtlinien sind auch sehr breit und sehr transdisziplinär. Die umfassen politische und rechtliche Rahmenbedingungen, sicheren Betrieb von Weltraumobjekten, internationale Kooperation und Kapazitätsaufbau und Forschung und Entwicklung. Also ein sehr breites transdisziplinäres Werk, dafür wurde 8 Jahre lang verhandelt. Danke für die Frage. Ich hoffe, das hat das für die Antwort. Ich hoffe, das hat auch deine Frage beantwortet, Christian. Ich möchte auch noch ganz kurz auf die Frage von Marc Meyer eingehen, weil die bezieht sich auch so ein bisschen, ich sag's mal so, auf die aktuellen Geschehnisse. Der hat nämlich gerade gefragt, wie kann die Zusammenarbeit mit den Russen und den chinesischen Kosmonauten fortgesetzt werden, selbst wenn sie starke Sanktionen starten? Also natürlich auch, wie ist die Zusammenarbeit dann da vielleicht bei Korpus? Sie kann fortgesetzt werden, aber kann man dazu überhaupt was sagen, ist die Frage? Ja, ich kann dazu, glaube ich, nicht so wirklich sagen, weil das ja neue Situationen sind. Also es ist sehr betrüblich, erschütternd.
Aber in dieser Situation hat man ja Grundlagen. Also Russland, China, die sind Mitgliedstaaten im COPUS und dadurch haben sie, ist diese Teilnahme gegeben. Und es gab schon in der Vergangenheit geopolitische Spannungen und die zum Beispiel während der Verhandlung der LTS-Richtlinien, der Richtlinien zur nachhaltigen, zur langfristigen Nachhaltigkeit. Und das hat man gespürt in den Verhandlungen. Aber man konnte es trotzdem zu Ende führen und positiv abschließen. Mit natürlich Verzögerungen, aber es konnte die Arbeit fertiggestellt werden. Also wie die Situation jetzt ist, kann ich natürlich nicht sagen, wie sich das entwickelt. Aber es gibt natürlich Grundlagen, es gibt laufende Arbeiten, Arbeitsprogramme, zu denen man sich verpflichtet hat. Und generell im Ausschuss gibt es ein Interesse von allen Akteuren, den Raum, den Weltraum operativ zu halten, also friedlich, nachhaltig und sicher im Sinne von Betriebssicherheit. Und aufgrund dieser Grundlagen wird man sehen, wie sich das entwickelt. Okay. Danke für die Antwort. Ich habe ich hab noch zwei Fragen. Wie gesagt, ich habe eine Frage von Marc Fellner, die ich etwas später stellen werde, weil ich finde, die passt zu einem späteren Zeitpunkt sehr gut und habe jetzt gerade aber noch eine von Valentin Eder reinbekommen, nämlich: Sind 3 Jahre nicht gefühlt viel zu lange, wenn man sich vorstellt, dass vor 4 Jahren Starlink erst um die Lizenz angesucht hat? In der Zwischenzeit sind über 2000 Satelliten raufgeschossen worden. Ja, das sagen alle. Das sagen alle, dass der Rhythmus der Entwicklung sich in den letzten 2 Jahren wirklich dramatisch verändert hat. Es gibt viel, viel mehr Akteure, nicht nur viel mehr Mitgliedstaaten, also Nationen, die Weltraumaktivitäten haben. Es gibt auch private Akteure, die unter dem Schirm ihrer Nation agieren und auch durch diese Heterogenität hat sich eigentlich viel verändert. Und wir arbeiten aber auf dieser Basis. Und fast alle, also wirklich sehr viele Statements haben diese Situation angesprochen. Okay, ich hoffe, das beantwortet die Frage, Valentin. Dankeschön. Andrea, ich möchte jetzt gleich nochmal auf was zurückkommen, sozusagen, was du eben gerade schon angesprochen hast, und zwar die 21 UN COPUS Guidelines for the Long-Term Sustainability of Outer Space. Die wurden in 2019 bei der 62. Versammlung des Komitees abgeschlossen, die ironischerweise die gerade letzte Präsenzveranstaltung war, bevor es wirklich so, also Präsenzkorpus, bevor es wirklich losging. Und du hast eben schon ein bisschen erläutert, worum es in diesen Guidelines geht. Und ich finde es spannend, wenn du vielleicht noch kurz darauf eingehst, was denn wirklich dieses Besondere an den Long-Term Sustainability Guidelines ist. Die erste Besonderheit, die ich finde, ist, dass sie überhaupt abgeschlossen wurden. Es war ja damals auch eine geopolitisch schwierige Situation und man konnte sich einigen auf diese 21 Richtlinien. Es gab noch weitere Vorschläge damals, auch von Russland. Da waren viele Mitgliedstaaten nicht bereit, diese aufzunehmen und diese weiterzuverfolgen. Das betraf Technologien, die sowohl für den militärischen als auch für den friedlichen Bereich verwendet wurden. Und man konnte sich aber auf dieses Konvolut von 21 Richtlinien einigen. Also das finde ich ja mal schon wirklich interessant. Richtlinien sind freiwillig. Das ist eine Besonderheit. Es ist kein Vertragswerk, das verpflichtend umgesetzt wird. Also sie sind freiwillig. Aber den Mitgliedstaaten war es sehr wichtig, die Umsetzung genau zu beobachten. Und sie haben da eine weitere Arbeitsgruppe eingesetzt, wo wir jetzt heuer, auch im Februar, das ist auch ein erfolgreicher Abschluss, jetzt die Terms of Reference, das Mandat und das Arbeitsprogramm für die nächsten 5 Jahre feststellen wollte. Und es gibt da 3 Bereiche. Man beobachtet die Umsetzung der bestehenden 21 Richtlinien, analysiert Lücken und weitere neue Vorschläge, die sich ja ergeben. Und das wurde ja schon angesprochen aufgrund der wirklich raschen technologischen Entwicklung.
und generellen Menge an Raumfahrtaktivitäten und Kapazitätsaufbau und Informationsaustausch. Und diese Arbeitsgruppe wurde jetzt eingesetzt. Es gibt einen Vorsitzenden, es gibt diese Mandate und wir können arbeiten. In nächster Zukunft werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, Implementierungsberichte einzusenden. Einige sind schon auf der Webseite. Es gibt eine eigene Webseite auch auf UNOSA, wo einige Mitgliedstaaten schon ihre Einschätzungen und Interpretation berichtet haben. Und da gibt es einen Prozess, der nicht verpflichtend ist, aber doch ein Schwung an ein Wunsch, diese Richtlinien umzusetzen. Und ein zweiter besonderer Punkt ist, es wurde auch schon angesprochen, die Richtlinien beziehen sich auf die friedliche Raumfahrt, aber sie haben natürlich Berührungspunkte mit der militärischen Raumfahrt. Und da ist es wichtig, und das ist eine starke österreichische Position, dass wir uns auf die friedliche Raumfahrt hier in Wien konzentrieren und Demilitarisierung und Militarisierung in Genf behandelt wird. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe. Aber diese Trennung zwischen den beiden Sphären, die sich sicher berühren und die man im Hinterkopf haben muss, wenn man in die Verhandlungen geht, diese Trennung dieser Sphären ist uns sehr wichtig. Ich habe hier gerade noch eine Frage bekommen, die an dieser Stelle auch gut passt. Ich möchte noch nur mal kurz im Publikum sagen, ich sehe die Fragen alle, ich ignoriere keine Fragen, aber ich weiß natürlich, wann ich was frage und werde deswegen Ihre Fragen auch sozusagen zum rechtzeitigen Zeitpunkt einbauen, nur damit nicht verwundert wird, warum einige Sachen vorher gefragt werden. Nehme ich von Marc Meyer die Frage, können die LTS-Guidelines und die SDGs mittels Soft Law ein neuer, effektiver Treiber von Völkerrecht sein? Ja, es wird diskutiert. Es wird diskutiert, die Vor- und Nachteile von Soft Law und auch vor allem durch diesen Peer Pressure, also dieser Schwung und diese Dynamik, dass man berichtet und dass man voranschreitet durch diese Arbeitsprogramme, dass dann bekommt, auch wenn es freiwillig ist, dieses Rechtsinstrument eine gewisse Implementierungserwartung von den verschiedenen Staaten. Ja. Super, danke dir. Long-Term Sustainability, Nachhaltigkeit, das ist ja nicht nur jetzt bei COPUS ein Thema, das ist ja auch in Österreich ein Thema. Es kam mir gerade erst die österreichische Weltraumstrategie 2030 plus. Und ich würde es einfach ganz gerne wissen, haben die Long-Term Sustainability Guidelines bei der Entwicklung von der Strategie eine Rolle gespielt? Und vielleicht, wie wurden sie in der Vergangenheit vor dieser Strategie schon implementiert? Die LTS gibt es schließlich schon seit 2019, die neue Strategie erst seit Ende 2021. Ja, das ist eine umfangreiche Frage. Gerne. Ich gehe darauf ein, aber eins nach dem anderen. Also ja, wir haben jetzt eine Strategie, die ist sehr schön. Ich kann sie da auch wirklich voller Stolz zeigen. Man sieht es ein bisschen geschädet, aber ich gehe nicht außer Haus ohne sie. Und wir haben ein Jahr lang diskutiert über diese und sie hat einen sehr starken Nachhaltigkeitsfokus. Also das ist ja das erste Ziel von den 5 Zielen dieser Strategie. Und es sind auch... Und darüber bin ich auch sehr froh, weil das ja wirklich sehr klar ausgedrückt wird, auch die UNO-Aktivitäten dran angesprochen. Es sind 2 Maßnahmen insbesondere angesprochen in der Strategie. Die eine, und da kann ich zitieren, dass Österreich setzt sich für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums im Rahmen der Weltraumdiplomatie auf Ebene der Vereinten Nationen ein. Das ist eine Maßnahme, also die uns wirklich gut unterstützen in unseren Aktivitäten. Und die zweite Maßnahme, Österreich setzt sich für ein Greening des europäischen und internationalen Weltraumrechts ein und sorgt für eine entsprechende Umsetzung auf nationaler Ebene. Also sehr starke Aufträge für die nächsten 10 Jahre. Und ich glaube, natürlich gibt es die internationalen Papiere, die Nachhaltigkeitskriterien, aber ich glaube, dass beide Prozesse sich gegenseitig befruchten. Also die internationalen Agenten zwingen uns national die entsprechende Umsetzung zu betrachten, aber wir können dann auch von der nationalen Ebene die entsprechenden internationalen Agenten weiter
entwickeln. Genau, also ich glaube, dass sich das entspricht. Und nur kurz auf deinen Aspekt wegen den Nachhaltigkeitskriterien. Zu den 21 vielleicht möchte ich da einfach zwei Beispiele nennen, wie wir schon, wie wir versuchen, diese Umsetzung auch national schon, auch vor dem, vor der Genehmigung dieser Guidelines auf die Wege zu setzen. Wir haben der erste Block von den LTS-Guidelines betrifft der politische und regulatorischen Rahmen. Mhm. Und wir haben seit 2011 ein Bundesgesetz über die Genehmigung von Weltraumaktivitäten und die Einrichtung eines Weltraumregisters in Umsetzung des internationalen Weltraumrechts. Und darin haben wir auch schon die Richtlinien des Ausschusses zur Vermeidung von Weltraummüll berücksichtigt. Und das, damit erfüllen wir diese Vorgabe, diese entsprechenden Guideline. Und vielleicht eine weitere Richtlinie, die sich zum Monitoring von Weltraummüll verpflichtet. Da zitiere ich nur unser Observatorium Lustbüdel in Graz, das über eine spezielle Kompetenz verfügt, nämlich auch kleinste Weltraumteilchen aufzuspüren und zu verfolgen. Und damit würden wir auch einen Beitrag zu dieser Monitoring-Richtlinie geben. Also wir haben hier, und nicht zuletzt kann man dann auch unsere Programme bei ESA und EU zitieren, weil wir können ja, wir sind ein mittlerer Weltraumstaat und können natürlich nicht alles aus eigener Kraft alleine bewerkstelligen. Und wir sind eben bei verschiedenen Space Surveillance and Tracking, Weltraumwetterprogrammen vertreten und bringen und unsere Forschungsgruppen bringen sich dort ein. Ich bleibe gerade auf nationaler Ebene und komme jetzt zu der Frage, die wir von Marc Fellner haben, nämlich, wie sind die langfristigen Pläne für die Raumfahrt in Österreich? Das ist eine breite Frage. Ja, wunderbar, wunderbar. Das nehmen wir gerne. Also unsere Strategie, da komme ich wieder auf die Strategie zurück, heißt Mensch, Klima, Wirtschaft, Weltraum ist für alle da. Und wir haben da 6 Ziele definiert. Falls ihr diese wunderbare Broschüre noch nicht kennt, die ist auf Austria in Space zum Downloaden. Und wir haben hier wirklich in einem aufwendigen Prozess, und Strategie ist ja nicht nur immer ein Papier, sondern ist auch ein Prozess, wo man das gemeinsam diskutiert, haben wir 6 Ziele definiert. Das erste eben die nachhaltige Entwicklung auf der Erde und im Weltraum. Das zweite einen wettbewerbsfähigen Weltraumsektor mit hoher Wertschöpfung in Österreich zu schaffen. Wissenschaftliche Exzellenz für die Erforschung des Weltraums und der Erde zu schaffen. Weltraum für alle Lebensbereiche zu nutzen. Talente und Diversität für den Weltraum sichern und einen Weltraumdialog mit der Bevölkerung einrichten. Das sind unsere langfristigen Ziele für die nächsten 10 Jahre. In die Richtung soll es gehen. Und wir beginnen morgen zum Beispiel mit einer Klausurtagung, die die Implementierung anspricht und setzen einen sehr strukturierten, sehr umfassenden und sehr detaillierten Prozess auf, wo wir diese Maßnahmen, die in der Strategie niedergeschrieben sind, verfolgen und monitoren und dokumentieren die großen Themengebiete weiterentwickeln. Okay. Ich hoffe, das hat die Frage gut beantwortet. Und ich gehe weiter mit meiner Frage erstmal und gehe zurück auf Österreich bei COPOS. Weil Österreich hat als einziges Land ja eine ganz besondere Position, nämlich nicht nur, dass es ein Mitgliedstaat ist und ein Komitee, sondern auch Gastgeber, weil eben die UN-Weltraumbehörde hier in Wien sitzt, einen Hauptsitz hat. Und ich mich dadurch einfach wundere, ob es nicht oder frage, ob es da vielleicht sogar Vorteile gibt. Ist es ein Vorteil, dass Österreich Gastgeber ist? Und bringt das sozusagen Österreich auch vielleicht eine bestimmte Verantwortung, UNOSA besonders zu unterstützen? Und wie unterstützt Österreich UNOSA? Ja, definitiv. Also generell ist ja
Ist man als Mitglied in einem Ausschuss, vertritt man dort die nationalen Interessen und betreibt Themen, die einem national wichtig sind. Und als Sitzstaat oder Zuhause einer Organisation schaut man generell darauf, dass es dem Büro und dem Ausschuss generell gut geht. Und das kann viele Dimensionen haben, dieses Gutgehen. Das kann sein, generell, dass man die Stellung des Büros, des UNO-Weltraumbüros oder des Ausschusses im UNO-System, aber auch im Konzert mit anderen internationalen Organisationen stärkt. Es kann eine finanzielle Unterstützung des Büros darstellen für die Arbeit und für sowohl personelle Entsendungen betreffen oder auch die Organisation von Veranstaltungen, die das Arbeitsprogramm des Ausschusses und des Büros unterstützt. Aber es betrifft auch eine aktive Teilnahme an den Sitzungen mit Statements, indem man auch neue Themen unterstützt, damit die im Ausschuss behandelt werden. Und generell kann man sagen, dass man die Relevanz der Organisation auch gegenüber anderen Organisationen stärkt und sie ermutigt, auch mitzuarbeiten und die Arbeit zu unterstützen. Und ich glaube, dass es wirklich für uns ein Vorteil ist, so ein multilaterales Gremium zu haben, in dem alle relevanten, also Mitgliedstaaten, die Weltraumaktivitäten haben, gemeinsam Programm für die Zukunft diskutieren, weil die Alternative wären nationale und regionale Lösungen. Und für so ein globales Ich werde jetzt Thema, kurz das bringt uns unterbrochen. nicht weiter. Bei einem globalen Thema wie dem Weltraum bringt uns das nicht weiter. Ich möchte gleich nochmal auf ein, zwei Fragen eingehen, wenn ich das darf. Und zwar, ich habe hier nämlich einige Fragen direkt zu Kopos, nämlich von Dr. Josef Koller. Mit dem schnellen Fortschritt in der Weltraumtechnologie, was wird die zukünftige Rolle von UNCOPES sein? Weil kann die UNO überhaupt mit der Geschwindigkeit mithalten? Da kann ich vielleicht einen kurzen Blick in die Zukunft auch werfen. Der UNO-Generalsekretär hat voriges Jahr ein Papier präsentiert, das heißt Our Common Agenda. Das ist de facto sein Mandat, die Agenda für sein restliches Mandat. Und in dem Papier definiert er 7 Bereiche, die er als wichtig erachtet für die Zukunft generell. Und eines dieser Themen ist Raumfahrt, also Weltraum, und zwar die friedliche, sichere und nachhaltige Nutzung des Weltraums. Und das Besondere an dieser Inklusion von Weltraum in diesem Papier ist, dass Weltraum damit als Allgemeingut betrachtet wird, dass es zu schützen gibt, zusammen mit Ozeanen, Atmosphäre, Antarktis. Das ist das Besondere. Und zu diesen Themen wird es eine Konferenz geben, nächstes Jahr im September, Summit of the Future. Und Österreich hat sich bereit erklärt, ein World Space Forum im Dezember dieses Jahres zu organisieren, um Themen, die für die gedeihliche Weiterentwicklung des Weltraumes wichtig sind, zusammenzufassen, bewährter Art und Weise. Wir haben da ein Format entwickelt, das mit Panel-Diskussionen verschiedene Perspektiven einholt. Und das wäre unser Beitrag an die Community, die Themen, die jetzt wichtig sind, in der friedlichen Sphäre sozusagen weiterzuentwickeln. Das ist natürlich alles erst im Gespräch. Da gibt es sind wahrscheinlich sehr viele Gespräche noch notwendig, um das Programm zu schärfen. Aber das ist unser Beitrag, den auch die Botschafterin jetzt im wissenschaftlich-technischen Unterausschuss in ihrem General Statement eingangs erwähnt hat. Also das ist eine Möglichkeit, hier voranzuschreiten und verschiedene Themen also hoffentlich positiv weiterzuentwickeln. Danke für die Beantwortung der Fragen. Es gibt mehrere Fragen, die sich sowohl noch auf COPUS als auch auf die nationale Weltraumstrategie
beziehen. Und da wir jetzt wirklich 9 offene Fragen haben, würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal auf die 9 Fragen ein, bevor ich meine Fragen sind, weil was das Publikum spannend findet, das werden wir beantworten. Und zwar von der Doris Miklaschina die Frage: Österreich hat laut UN-Weltraumregister gerade mal 3 registrierte Satelliten. Luxemburg aber bereits 52. Macht Österreich da was falsch oder ist da was, warum ist das so, wird gefragt. Wir haben so viele Projekte. Also wir registrieren, der Satellit wird registriert, nachdem er genehmigt wurde. Also wir haben so viele Projekte laufen und die wurden dann registriert. Das ist korrekt. Okay. Dann haben wir noch eine, dann gleich zu dem Frage zu den Satelliten, ob Adler 1 registriert ist bei der UN, wenn man das weiß. Nein, noch nicht. Okay. Dann haben wir die Frage nochmal wieder zur Nachhaltigkeit auf nationaler Ebene von der Carolina. Wie kann nachhaltige Raumfahrt effektiv umgesetzt werden? Also gerade Stichwort Weltraummüll. Insbesondere im Hinblick auf die Privatunternehmen mit viel Spielraum und wenig Hemmungen. Projekte wie Starlink erscheinen in dieser Hinsicht zum Beispiel etwas kurzsichtig. Yes. Ja. Ja, es scheint kurzfristig, kurzsichtig, in der Tat ist. Ja, also was wie das ist wirklich, also es gibt die Regeln und das obliegt dann den USA, das zu genehmigen. So sind die Regeln. Und ja, es gibt hier, wir hatten jetzt ein spannendes Thema, auch ein neues Thema, weil ja natürlich dieser Anstieg an Aktivitäten auch verschiedene Auswirkungen hat, die nicht berücksichtigt wurden. Leider ist es so, dass diese Entwicklung so schnell ist, dass die Bewertung dieser Auswirkungen, das muss einfach wirklich schnell gehen. Und wir hatten jetzt im Ausschuss nach einjähriger Vorbereitung oder mehrjähriger Vorbereitungszeit auch eine Initiative zu Dark and Quiet Skies, der Astronomen, das heißt dunkle und stille Himmel, weil die Astronomen bemerkt haben, dass durch das verstärkte Aufkommen der Weltraumobjekte sie ihre Observationen nicht mehr in dem Ausmaß durchführen können. Und da gab es, und das haben wir jetzt als Thema heuer erstmals als Tagesordnungspunkt behandelt, was ein großer Fortschritt ist, weil dadurch eine große Sichtbarkeit dieser Thematik gegeben ist. Und wir haben jetzt ein Jahr Zeit. Es gibt hier erste Empfehlungen, diese durchzuführen. Es gibt bei der Internationalen Astronomischen Union gibt es auch ein Datenzentrum, weil es ist sehr wichtig, dass man diese Daten und Fakten zu diesen neuen Phänomenen auch aufbereitet. Also das ist eine Auswirkung dieser Entwicklungen, wo sich die Community sehr aktiv auch mit 2 Konferenzen mit den Betreibern zusammengesetzt haben und diese Empfehlungen ausgearbeitet haben. So ist, aber das stimmt, die Entwicklungen sind schnell und es ist oft nicht die Zeit, ausgiebige Regulatorien zu verfassen, sondern es müssen einfach Wege gefunden werden des Austausches, um negative Auswirkungen nicht mal nicht entstehen zu lassen. Okay, dann gehe ich gleich zur nächsten Frage, die sowohl, glaube ich, Lob und als auch Kritik ist von der Doris Miklaschina, nämlich das BMK tut sehr viel für die internationalen Beziehungen der österreichischen Weltraumszene. Anders als in Initiativen, die in Österreich für junge, talentierte Menschen attraktiv wären und vielleicht, um nicht Anschluss zu verlieren, ins Stocken geraten. Und sie denkt da besonders an die ESA-Lab-Initiative und dass es da wohl eine parlamentarische Anfrage im Dezember 2021 gab. Und bis jetzt aber wohl nichts weiter passiert ist. Am Interesse und Beiträge österreichischer Wissenschaftler könnte es nicht liegen, an einem etwaigen Finanzierungswunsch auch nicht. Wo ist die Problematik? Ja, dazu kann ich jetzt wenig sagen. Es gibt Gespräche diesbezüglich, aber ich kann das ist laufend, das kann ich nicht. Okay, Dazu das, kann ich na gut, leider das, dann nichts darfst du sagen. nicht sagen. Okay, trotzdem danke für den Versuch, das zu beantworten. Wieder um zurück auf Kopus von Marc Mayer, nämlich kann Österreich eine Unispace-4-Konferenz anregen, wenn es wirklich fällig wäre?
Also wir haben jetzt dieses tolle Format des World Space Forum. Das hatten wir gemeinsam mit UNOSA entwickelt. Und das geht aus diesen Konferenzen heraus. Es war ein Ergebnis der Unispace Plus 50 Konferenz. Und im Vorfeld dieser Feierlichkeiten gab es also High-Level-Konferenzen. Und wir haben einen neuen Namen gefunden, um ein Alleinstellungsmerkmal dieser Veranstaltung zu finden, damit es nicht mit dem High-Level-Political-Forum der Umsetzung der SDGs in Konflikt ist. Und wir haben dieses neue Format entwickelt und 2019 erstmals veranstaltet. Und die Idee, es ist auch Teil dieser Space 2030 Agenda. Und die Idee ist, dass mit diesem Format verschiedene Perspektiven von Stakeholdern in die Diskussion gebracht werden. Es ist also die Diskussion im Fokus ist ja unter Mitgliedstaaten und dieses Format, dieses Diskussionsformat ist aufgesetzt worden, um die Diskussion zu öffnen mit NGOs, mit Industrie, mit Jugendlichen. Das ist uns wirklich ein großes Anliegen. Und wir haben jetzt zwei ausgerichtet. Die Idee von dieser Konferenz ist, dass es immer einmal in Wien ist und einmal auf einem anderen Kontinent, um es zu öffnen, aber um den starken Link zum Standort Wien auch zu halten. Und voriges Jahr konnten wir zu dem Thema Space for Climate Action das World Space Forum organisieren. Und da hatten wir eine verschiedene eben dieses Konzept mit den verschiedenen Perspektiven und zwei Perspektiven, die uns sehr wichtig sind, sind der Nutzerinnen und der Jugend. Und wir werden weiter diskutieren. Das ist eine Initiative Österreichs, Space for Climate Action, wie wir das weiter mit Leben erfüllen und mit konkreten Aktivitäten erfüllen. Aber nur zu der Frage, das ist ein Format der Diskussion, das eben mit verschiedenen Stakeholdern geführt werden soll und neue Themen auch besser in den Ausschuss bringen soll. Okay, danke schön. Ich habe jetzt gleich noch zwei Fragen, die sich im Endeffekt zusammenfassen lassen. Einmal von Daniel und einmal von Marc Fellner. Das ist nämlich auch nochmal zu Bezug zur Strategie, weil du hast ja diese Ziele genannt. Und hier wird, was natürlich stimmt, angeregt, dass die bemenschte Raumfahrt ja auch immer schon ein starkes Zugpferd ist, auch gerade um das Interesse an Weltraumprojekten irgendwie zu steigern und in der Bevölkerung zu stärken. Und da dann eben die Frage, nachdem es seit Franz Fieber ja leider keinen mehr Österreicher mehr im Weltraum gab, gibt es hier Pläne, aktiv zu werden oder gibt es bald eine zweite österreichische Person im Weltraum? Unsere Strategie ist wirklich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und wir haben natürlich kleinere Aktivitäten, also kleinere bei uns, es ist ein großes Thema und prüfen auch zum Beispiel bei den ESA-Ministerratstagungen, für welche Programme es industrielles Interesse gibt. Aber unsere Strategie geht wirklich auf Richtung Nachhaltigkeit, Nutzen für die Bevölkerung. Sind unsere großen Strategien. Und da sind eher die Erdbeobachtungs-Navigationsprogramme schlagend und nehmen einen großen Teil unserer Aktivitäten ein. Ich glaube, wir können kurz noch hinzufassen, weil wir haben ja gerade die ESA-Astronautenauswahl und es wurde ja gerade noch bekannt gegeben, dass tatsächlich, ich glaube, insgesamt 260 Österreicher es weitergeschafft haben, also doch eine relativ große Menge. Das heißt, ich glaube, auf EU-Level, ne, kann man da schon noch ein bisschen Daumen drücken. Also ob das werden wir in ein paar Monaten mehr erfahren, wie es da weitergeht. Ja. Genau, ich möchte dann erstmal auf meine Fragen noch wieder zurückkommen. Und auch gerade nochmal, weil du es eben gerade angesprochen hast, ganz praktisch, du hast nämlich Nachhaltigkeit angesprochen, du hast Klimaschutz angesprochen und du hast eben gesagt, dass die Strategie gerade darauf geht, was sozusagen was wirklich jedem nutzt, eben auch der Bevölkerung nutzt. Und da möchte ich die Klimaneutralität ansprechen. Österreich hat nämlich geplant, bis 2040 klimaneutral zu sein.
Und da eben die Frage, beeinflusst Kopus diese Arbeit oder die Arbeit im Komitee, beeinflusst das Österreich auch auf nationaler Ebene, damit dieses Ziel auch erreicht wird? Wir haben jetzt in der Strategie verschiedene Maßnahmen definiert, die eben diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Das erste eben mit Weltraumtechnologien Nachhaltigkeit in verschiedenen Politikbereichen unterstützen und Nachhaltigkeit im Weltraum unterstützen, aber auch Nachhaltigkeit des Weltraumsektors zu unterstützen. Und zu all diesen drei Dimensionen haben wir Aktivitäten und Maßnahmen definiert und die es jetzt in nächster Zeit umzusetzen gibt. Aber das ist ein sehr strukturierter Prozess, der jetzt gerade startet. Und natürlich durch die verschiedenen internationalen und nationalen Politiken beeinflusst ist. Aber wir setzen das auf und eben auf diesen drei Schienen gibt es überall, auf allen drei Schienen gibt es Aktivitäten dazu. Genau, du hast ja auch eben schon angesprochen, eben die Events, wie zum Beispiel das World Space Forum, das und ihr hattet da ja, glaube ich, auch noch, bin ich gezielt zu Klima auch noch ein, das bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Magst du da kurz was sagen, ob da, was es da noch für Events gab, ja? Ja, also Space for Climate Action, das ist eine österreichische Initiative, die wir voriges Jahr sehr stark beworben haben im COPUS. Und die Idee ist, dass das UNO-Weltraumbüro zur Unterstützung dieses Sustainable Development 13, Climate Action, auch Aktivitäten machen kann. Und in diesem Zusammenhang geht es um Kapazitätsaufbau, Informationsaustausch, Vernetzung. Und das World Space Forum, das habe ich ja schon berichtet, ist zu diesem Thema stattgefunden und wir werden auch heuer weitermachen auf einem etwas technischeren Niveau, ein Symposium, das wir im September veranstalten, in dem wir auch planen, vorher und nachher Trainings zu veranstalten und einen Prozess aufzusetzen, den wir eingebettet in die oder wie soll ich sagen, ohne andere existierende Initiativen zu duplizieren, Aktivitäten sicherstellen, Lücken füllen beziehungsweise Aktivitäten definieren, die willkommen sind, die angefragt werden. Und dieses Symposium, das wir organisieren, ist jedes Jahr in Graz und heuer eben wird es diesem Thema gewidmet sein und die Planungen sind laufend. Wir sprechen da mit UNOSA ab, aber die Informationen werden sicher auf Austrian Space gepostet. Also, falls Interesse besteht zu dieser Thematik, das werden wir auf allen unseren Kanälen dazu informieren. Bevor ich jetzt gleich nochmal auf ein, zwei Fragen eingehe, die letzten Fragen, nämlich, genau, ich habe nämlich noch ein, zwei Fragen, sorry, ich habe nämlich vorher schon welche geschickt bekommen auch noch und habe jetzt hier auch nochmal zwei, drei Fragen, glaube ich, genau. Ich würde gern von dir jetzt noch wissen, wenn man jetzt einfach auch mal bedenkt, so ein bisschen eben nochmal auf die kurz die heutigen Geschehnisse irgendwie sich in den Kopf ruft. Was wünschst du dir für den Ausschuss in der Zukunft? Ja, wir haben wirklich wichtige Aufgaben zu bewältigen und ich wünsche mir, dass der Ausschuss fachlich bleibt, damit wir für diesen großen Auftrag, nämlich die Raumfahrt friedlich, sicher im Sinne von Betriebssicherheit, das ist unser Fokus, und nachhaltig zu gestalten, dass diese Nutzung möglich ist. Und dafür setzen wir uns als Österreich sehr ein und unterstützen, wo wir können. Und das ist auch mein Anliegen, mein persönliches Anliegen. Und ich wünsche mir, dass das fachlich bleibt. Das wäre dann im Endeffekt gleich auch nochmal, passt das dann gut zu dieser Frage, die wir jetzt noch eben bekommen haben, weil wir vorher schon gehört haben von dir, dass wir eben das Konsensprinzip haben, dass es mal schneller gehen kann, dass es mal länger dauern kann, je nachdem, wie die Working Groups auch arbeiten und je nachdem, wie brisant das Thema auch ist. Und da habe ich hier die Frage,
Wie haben sich die Chancen auf ein internationales Long-Term Sustainability Agreement aufgrund der Entwicklungen von heute verändert? Glaubst du, dass das da gerade starke Einflüsse hat? Es kann sein, aber es muss nicht sein. Wir haben ja ein Arbeitsprogramm definiert in dieser Arbeitsgruppe, die jetzt die bestehenden Richtlinien analysiert und auch neue Vorschläge einbringt. Und es gibt ein fachliches Interesse, diese Themen zu behandeln. Also wir werden sehen. Aber ich bin mir sicher, wir werden eine Lösung finden im Konsens. Also das ist das Interessante an diesem Ausschuss, dass auch wenn es zeitweise hakt, dass dann doch ein Weg vorangefunden wird. Das war bei den Guidelines so, das war bei Space 2030 Agenda so. Der Ausschuss findet in der gemeinsamen Diskussion einen Ausweg. Und das ist mein Blick in die Zukunft. Das wäre jetzt tatsächlich eine Frage von mir direkt. Also ich sehe mich jetzt kurz auch als Publikum, weil du bist ja, wie gesagt, schon seit 5 Jahren dabei. Und es ist ja nicht so, dass die letzten 5 Jahre es keine politischen Konflikte gab. Hast du vielleicht selbst schon mal irgendwie einen Augenblick im Komitee während der Sitzung erlebt, wo vielleicht Länder irgendwie zusammengekommen sind oder irgendwas passiert ist, das wirklich positiv war, obwohl es einen offensichtlichen länger bestehenden oder akuten oder sonst was Konflikt zwischen den zwei Nationen gab? Hast du da was erlebt, was für dich besonders herausragend war vielleicht? Ja, es gibt immer wieder sehr berührende Situationen. Ich kann mich erinnern an den russischen Delegierten. Das ist jetzt eine Anekdote, aber du wolltest eine Sehr Anekdote haben. gern, ja. Ja, also wir sitzen in diesen berühmten UNO-Sitzungssälen, die ja manchmal übertragen werden und die Vergangenheit atmen. Und es gab auch sehr scharfe Wortmeldungen. Ich glaube, es war die russische Delegation. Und der Delegierte hat nachfolgend uns Schokolade verteilt. Also als Zeichen, dass er zwar eine starke Position vertreten muss, aber dass er doch als Mensch unter Menschen agiert. Also das war ein sehr berührender Moment, wie wir nach der Sitzung gemeinsam diese Schokolade gegessen haben. Aber das ist eine Anekdote. Es gibt viele andere Ereignisse oder Events, wo man sich gemeinsam freut für Errungenschaften. Es werden da immer wieder sehr spannende Präsentationen von Missionen auch präsentiert. Und da merkt man sehr, dass man an einer historischen Entwicklung teilhat in diesen Momenten und dass es wirklich eine spannende gemeinsame Entwicklung dieses Raumes ist. Ich glaube, dass es viele, glaube ich, vergessen, dass man natürlich ein Land vertritt, aber nicht eine persönliche Meinung. Und ich glaube, das zeigt, glaube ich, deine Anekdote ganz schön, dass es ja wirklich, dass du nach nationaler Strategie da auch handeln musst. Das ist ja bei dir genauso. Du vertrittst ja Österreich und nicht dich, so wie du hier heute dich vertrittst und nicht Österreich. Und es ist wirklich, wirklich eine schöne Anekdote. Wir haben jetzt hier gerade noch eine Frage bezüglich Kopos von Daniel, nämlich wo zieht man die Grenze zwischen friedlicher und militärischer Nutzung? Kann man das überhaupt? GPS-Satelliten können beiden dienen. Eben das Beispiel von heute. Google Maps hat heute bei Traffic Overlay gezeigt, wo die meisten russischen Truppen in der Ukraine einmarschiert sind, weil dort dann Staus sind. Ja? Und das ist eben die Frage, ist das so klar definiert? Gibt es eine klar definierte friedliche oder militärische Nutzung? Nein, weil die Technologie ja wie richtig gesagt wurde, für beide Verwendungszwecke möglich ist. Das ist in duale Technologien. Aber weil diese Notwendigkeit einer Trennung immer stärker wird, hat
ein Mitgliedstaat im UN-Korpus vorgeschlagen wird, oder sie planen, ein Papier herauszubringen, um diese wirklich klarer zu definieren. Das wurde jetzt noch nicht, das wird in nächster Zeit kommen, aber das ist da wirklich die, ein Bedarf besteht an klarerer Abgrenzung zwischen diesen beiden Sphären, die sich natürlich beeinflussen, aber die wir auch wirklich auseinanderhalten wollen, damit wir in unserem friedlichen Teil Fortschritte machen können. Also ja, ist ein Thema. Das heißt, wenn dann dieses Paper kommen sollte, ist dann natürlich auch die große Wahrscheinlichkeit, dass es da wieder eine Working Group dann wahrscheinlich gibt. Oder? Kann das sein, dass es dann möglich ausgearbeitet wird? Wahrscheinlich wird diskutiert werden, weil es unterschiedliche Ansichten zu dieser Grenzziehung gibt. Aber ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Und vielleicht ganz zum Schluss noch einen Aspekt dieser Besonderheit dieses Gremiums, weil es ist ein Gremium, wo Mitgliedstaaten für Mitgliedstaaten agieren. Wir sind ja in den europäischen Gremien gewohnt, dass es ein Vorschlagsrecht gibt von einer Exekutive, von einer Kommission, von einem Sekretariat. Und hier hat das Sekretariat Unterstützungsfunktion. Das heißt, die Mitgliedstaaten bringen Vorschläge ein oder Papiere oder Entwürfe für Arbeitsgruppen. Und das ist sehr spannend, weil es ein sehr bottom-up getriebener Prozess ist. Und ich denke, dass das ein spannender Beitrag ist, den wir uns sicher auch ganz genau anschauen, weil wir beide Gruppen aus Österreich, also wir hier in Wien, anschauen. Aber das ist ein spannender Beitrag zur Klärung dieser Thematik. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt eine Frage noch, die ich kurz im Endeffekt allgemeiner formulieren darf, weil ich eben nicht weiß, inwieweit du arbeiten darfst. Eben nochmal von der Doris Mitchell-Schiene. An wen kann man sich wenden, also bezüglich des ESA-Labs, aber auch allgemein, wenn man Fragen hat zu Österreichs Entwicklung im Weltraum? An wen, wo kann man hingehen? Wo kriegt man Informationen? Wunderbar. Das ist unter anderem bei uns. Also ja. Wir sind Weltraumabteilung im Bundesministerium für Klimaschutz. Und wir sind die zuständige Abteilung für Weltraumaktivitäten in Österreich. Und es gibt auch eine Agentur für Luft- und Raumfahrt in der Forschungsförderungsorganisation. Aber die zuständige Abteilung ist hier im BMK, im Ministerium für Klimaschutz. Ich glaube, das sollte man an der Stelle noch kurz sagen, da gibt es natürlich auch eine Website. Und da gibt es, glaube ich, auf der Website auch ein Kontaktformular oder Kontaktmöglichkeiten. Also es ist sehr einfach. Ja. Es ist sehr einfach. Es gibt diese wunderbare Website, wenn vielleicht ein bisschen allgemein unsere Aktivitäten bewerben. Diese wunderbare Website, auch mit verschiedenen Social-Media-Kanälen, wo man wirklich eine Fülle an Erstinformationen bekommt über Aktivitäten, über Initiativen, Programme, Möglichkeiten mitzumachen. Auch ein großer Bereich für Bildung und Ausbildung für junge Menschen. Und es ist sehr einfach, mit uns in Kontakt zu treten, mit einem Anliegen. Wir sind sehr offen für Diskussionen. Also das ist sehr einfach, uns anzusprechen. Dann sage ich erstmal danke, Andrea, dass du dir nicht nur die Zeit heute genommen hast, sondern auch wirklich so auf diese Fragen eingegangen bist. Es gab dir wirklich viele Fragen und ich möchte an der Stelle auch danke ans Publikum sagen, dass es so rege mitdiskutiert wurde, dass es wirklich schön, ein engagiertes Publikum zu haben. Und ich finde, dass uns wirklich einen faszinierenden und auch wirklich schönen persönlichen Einblick in die Arbeit des Weltraumsausschusses gegeben und natürlich auch Österreichs Rolle dabei. Und danke dafür, Andrea, wirklich. Danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass du heute meine Gästin warst und dass du ja so viel von deinem Wissen geteilt hast. Ich hoffe wirklich, dass ich natürlich auch das Publikum einiges davon mitnehmen konnte heute. Danke ich möchte, dir, Judith. Sehr, wirklich sehr gern. Ich möchte an der Stelle auch gleich sagen, dass das natürlich das erste Space Café Austria war, aber nicht das einzige bleibt. Wir kommen nämlich im April schon wieder. Ein genaues Datum habe ich noch nicht für euch, aber das wird natürlich dann ganz bald auf Spacewatch Global und auf den zugehörigen Social Media Kanälen bekannt gegeben und ihr werdet euch wieder über Eventbrite anmelden können. Ich kann euch aber schon sagen, wer mein nächster Gast ist.
Mein nächster Gast ist der Tomasz Rosenski, ich stolper leider immer, es tut mir sehr leid, vom European Space Policy Institute. Und er betreibt natürlich Forschung am European Space Policy Institute und ist ein Experte darüber, über die Weltraumpolitik Europas und auch darüber, wie Österreich sich innerhalb Europas als Weltraumnation etabliert hat, wie die Vorgänge sind, und wird uns darüber sein Wissen teilen, seine Erfahrungen teilen und vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben, wie das eben gerade jetzt, wo auch diese neuen Accelerators verkündet worden sind von Josef Aschbacher, wie sich das entwickeln wird. Und von daher hoffe ich wirklich, dass ich euch zu diesem Space Café auch begrüßen können werde. Okay. Und möchte an der Stelle sagen, dass das Space Café auf Englisch stattfinden wird. Wir passen das mit der Sprache an, je nach Gast. Das heißt, nächstes Mal ist es Englisch. Und ja, ich hoffe, dass ich viele von euch da begrüßen darf. Und danke, dass ihr bei der ersten Ausgabe dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Oh, vielen, vielen Dank, Judith und Andrea, für dieses tolle Gespräch. Und ich glaube, wir freuen uns alle schon auf das nächste Space Café Austria. Bevor wir heute das Space Café beenden, lasst mich noch kurz unsere nächsten Events vorstellen. Also, am 25. Februar, also morgen, haben wir unser Space Café Canada von Dr. Jessica West mit Paul Mayer, wo über die Rüstungskontrolle diskutiert wird. Dann am 1. März gibt es das 33 Minuten mit Emmanuel David und Dr. Minu Rathnasabapathy zum aktuellen Status der Space Sustainability Rating. Dann am 4. März gibt es das nächste Space Café Benelux mit Banu Bazingi und mit mir. Und unser Gast wird Dr. Mindy Howard sein. Am 8. März haben wir dann das nächste 33 Minuten mit Simonetta Di Pippo. Und dann, 2 Tage später, am 10. März, das nächste Space Café Australia von Annie Handmeir. Und am 15. März haben wir dann 33 Minuten mit Dr. Andreas Wittmer. Alle Events sind wie immer auf Eventbrite zu finden. Und wir freuen uns sehr auf eure Anmerkungen, Anregungen und Meinungen. Nehmt einfach via Twitter, Facebook oder LinkedIn Kontakt mit uns auf. Besucht uns wieder auf Space Search Global, abonniert unsere Newsletter, wenn ihr das nicht schon längst getan habt, und hoffentlich sehen wir uns alle bei den nächsten Events auch wieder. Vielen, vielen Dank nochmal an alle fürs Dabeisein und für die vielen Fragen und Kommentare. Es war wirklich super. Und nochmal vielen Dank an Judith und Andrea für das tolle Gespräch. Und danke an das ganze Team. Bleibt gesund und uns gut gewogen. Und don't forget, become a Space Watcher. Dankeschön.